So, wir heute auf der Bühne zu Gast bei Michi und Uli. Hallo erstmal. Hallo, servus. Bierzelt zu spielen, ist das jetzt so euer Klientel oder ist es eher schwieriger im Bierzelt? Uli. Wir spielen eigentlich alles. Ob Bierzelt, Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, Konzerte in kleinen Clubs, alles. Wir sind da ganz offen und ich denke auch, unser Programm ist sehr vielseitig, sodass wir sowas auch überhaupt spielen können. Gibt es ja eigentlich schon lang? Ja, uns gibt es seit 4 Jahren jetzt, glaube ich, inzwischen. Wir haben uns kennengelernt eigentlich in der Schule damals. Die Uli war Schulbegleitung, ich war Lehrer in der Geschwister-Scholl-Mittelschule und haben zusammen Musik gemacht. Und jetzt spielen wir doch 4 Jahre zusammen und wollen das Programm ein bisschen ausbauen, klar, und viel live spielen jetzt. Von dir habe ich gehört, du machst gerade das sogenannte Sabbatjahr. Was ist denn das? Ich mache nicht das Sabbatjahr, ich mache Elternzeit. Ich habe einen Sohn und ich bin in Elternzeit, um mich auch gewissermaßen so ein bisschen neu auszurichten, um zu schauen, was möchte ich eigentlich in meinem Leben noch irgendwie so machen, schaffen. Und das macht mich glücklich und die Musik macht mich glücklich. Also deswegen mache ich jetzt Musik. Okay, kann man davon leben? Wenn man sich gut organisiert, auf jeden Fall. Ja, das ist möglich. Okay. Uli, was sind deine Ziele so für die nächste Zeit? Christmas on the Rock steht, glaube ich, dieses Jahr auch wieder an. Jawohl, richtig. Werde ich auch wieder mit von der Partie sein. Freue mich auch schon riesig drauf auf Christmas on the Rocks. Ja, und so meine Ziele sind einfach, Gitarrenunterricht zu geben und mit Michi Auftritte zu haben. Genau. So ist es echt. Wir hoffen, wir... Wolltest du noch was sagen, Michi? Habe ich dich unterbrochen? Nee, ist okay. Also, ja, ist in Ordnung. Richtig aus. Ich möchte meine Oma grüßen und meine Mama und meine Schwester. Hallo, hallo. Genau. Uli, du noch Grüße, Wünsche, Anträge. Ich schließe mich Michi an. Ich grüße alle, die uns gerne hören wollen. Jo, Musik, dann, klasse. Okay, dann verratet uns nochmal ganz kurz eure Homepage, wo man euch auch online besuchen kann. Die heißt www.uli-michi.com. Okay, wobei das Minus nicht für ohne Uli steht. Wollen wir nochmal ganz klar festgehalten haben. Das war eier.tv. Ciao.